Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist gerade mal ein Jahr her, da haben wir hier über den SPD-Antrag diskutiert, die Reuterschule von der GWG Pro und der Stadt Kassel-Immobilien GmbH sanieren zu lassen. Damals lehnte die Koalition diesen Antrag ab. Auch meine Fraktion sah dieses Vorhaben durchaus kritisch, vor allem deshalb, weil wir es für falsch halten, die GWG Pro als Lösung für alle Probleme zu sehen. Nun hat die Koalition offenbar ihre Meinung geändert und präsentiert mehr oder weniger denselben Antrag jetzt als Magistratsvorlage. Nicht geändert hat sich unsere kritische Haltung. Letztlich werden geplant Baukosten in erheblicher Millionenhöhe in einen Schattenhaushalt verlagert, der der politischen Kontrolle der Stadtverordnetenversammlung weitgehend entzogen ist. Was am Ende an Kosten gegen von der Stadtkasse über Jahrzehnte zu bezahlen ist, darüber besteht in der Summe letztlich kein Überblick und auch nicht darüber, wie eigentlich langfristig mit den städtischen Gebäuden umgegangen wird, im Rahmen dieses Konstrukts an die Stadtkassenimmobilien GmbH ausgegliedert werden. Klar, das sind alles keine PPP-Projekte im eigentlichen Sinn, denn alle Beteiligten sind in städtischer Hand. Aber wer weiß denn, was passiert, wenn wir hier irgendwann mal ganz andere Mehrheitsverhältnisse haben sollten und sich in 15 Jahren herausstellt, dass sich die Stadt mit den Kostenmieten für bis dahin vielleicht 20 oder mehr Projekte übernommen hat. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass noch vor der letzten Kommunalwahl die Grünen, genauso wie wir, die Überfrachtung dieses Instruments GWG Pro und den besagten Schattenhaushalt unter der Federführung des damaligen OB-Geselle laut und öffentlich kritisiert haben. Nun sollen wir hier ganz anders tun. Wenn auch wir heute anders als vor einem Jahr für diese Vorlage stimmen, die Vorlage 9, dann aus einem bestimmten Grund. Es ist einfach so, dass seit nunmehr 6 Jahren knapp 1600 Schülerinnen und Schüler in der Reuterschule unter massiven Einschränkungen zu leiden haben und dieser Zustand nicht in alle Ewigkeit verlängert wird. Bei der Präsentation der Planung im November 2022 war die Rede davon, dass aufgrund der Komplexität des Vorhabens vor 2029 kaum mit einer Umsetzung zu rechnen sei und es ziemlich schwierig sei für dieses Projekt überhaupt, Architekturbüros und Baufirmen zu führen, zu finden, die in der Lage seien, in einem akzeptablen Kostenrahmen diese Umsetzung zu ermöglichen. Nun soll also alles deutlich schneller gehen. Warum eigentlich, konnten wir auch in der Ausschusssitzung letzten Mittwoch niemand so genau sagen. Vielmehr wurde mir seitens der CDU etwas schnippisch zugerufen, das sei doch alles klar, ersichtlich, nur ich würde es halt nicht verstehen. Frau Maisch meinte, die jetzt vorgesehene schrittweise Umsetzung sei der Grund für den Zeitgewinn, aber gegen diese war ja im November 2022 auch schon angedacht. Und in der aktuellen Vorlage heißt es denn auch, die in der gemeinsamen Sitzung am 2. November 2022, ich zitiere, vorgestellten Ergebnisse der Phase 0 sind Grundlage für das Projekt und werden im Rahmen der Projektbearbeitung aktualisiert. Zitat Ende. Was genau diese Aktualisierung beinhaltet, wäre für mich die interessante Frage gewesen. Aber wie dem auch sei, offensichtlich geht es jetzt schneller und das ist prinzipiell eine gute Nachricht. Wir hätten uns gewünscht, dass die Stadt dieses notwendige Projekt in eigener Regie angeht und dafür Haushaltsmittel und personelle Kapazitäten zur Verfügung stellt. Dies ist aber nicht so und ich muss nüchtern konstatieren, dass keine andere Fraktion den Ansatz teilt, dass die Sanierung und Unterhaltung von Schulgebäuden in städtischer Trägerschaft auch die Aufgabe der Stadt ist und möglichst nicht in privatrechtlich organisierte Gesellschaften ausgelagert werden sollte. Da die hier zur Abstimmung stehende Vorlage 9 der einzige mehrheitsfähige Umsetzungsweg für diese dringend benötigte Sanierung ist, werden wir an dieser Stelle eben zustimmen. Beim Tagesordnungspunkt 10 hingegen werden wir uns enthalten. Denn die Zustimmung zur Reuterschule ist kein Blankoscheck und wir sind nach wie vor der Auffassung, dass es keine gute Idee ist, aus vermeintlichem Pragmatismus zunehmend alle größeren städtischen Bauvorhaben in die GWG Pro zu schieben und dafür das wirtschaftliche Eigentum an den betreffenden Gebäuden an eine, wenn auch der Stadt gehörende GmbH und UKG zu übertragen. Letztendlich muss das Problem an anderer Stelle angegangen. Die 2013 auf Landesebene von einer großen Koalition von Grünen, SPD, FDP und CDU durchgesetzte Schuldenbremse erweist sich zunehmend als das, was wir damals schon gesagt hatten, eine Investitions- und Zukunftsbremse, die notwendige Maßnahmen für den Erhalt der öffentlichen Infrastruktur verhindert. Und es ist auch klar, dass mit den vorhandenen Mitteln die Kommunen insgesamt nicht in der Lage wären, selbst ohne Schuldenbremse, diese riesigen Summen aufzubringen. Bundesweit fehlen nach seriösen Schätzungen mindestens 50 Milliarden Euro für die Sanierung und den Neubau von Schulgebäuden. Hierfür und nicht für die weitere Aufrüstung der Bundeswehr wäre ein Sondervermögen des Bundes und darauf basierende umfangreiche Förderpläne sinnvoll und möglich.